So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, Wrath of the Lich King, Folge 248. Und ich habe beschlossen, noch eine Folge mindestens ranzuhängen. Wir sind ja gerade so schön im Flow. Und wir werden mal hier hochreiten zum Drachenjägerposten, dann runterfliegen zum Hafen der Mokhtari. Dann rüber nach Galgrim, also immer schön von hinnen nach dannen. Und da wir unser heutiges Daily-Ding ja schon erledigt haben, würde ich sagen, melden wir uns jetzt doch mal. Ach guck mal, wir könnten sogar schon für wieder den Festung kommen. Wir melden uns jetzt mal für Asjol Nerub direkt an. So. Ha, ha. Perfekter Mundo. Wo ich überall nicht reinkommen, weißt du? Ja. Ihr habt dann schon nicht freigeschaltet. Abgeschlossen. Naja, gut. Brauche ich nicht. Halt. Wo reite ich denn hin? Wo reite ich denn hin? Nein. Um nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen. Ich fände es am schönsten, wenn alle Leute miteinander gut auskommen würden, jeder tolerant gegenüber des anderen wäre und dessen, ja, dessen Wirken akzeptieren würde, solange es, wie gesagt, niemand anderem schadet, ist alles okay. Aber das habe ich auch schon des Öfteren gesagt. Das würde mich wirklich freuen und von daher habe ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn Leuten Rap gefällt, elektronische Musik, oder Schuhe. Oder wenn sie sich schminken. Egal ob Männlein oder Weiblein. Ist alles okay. Alles okay. Ich habe lieber einen geschminkten, androgynen, netten jungen Herrn, mit dem ich mich unterhalte, als einen grobschlächtigen, arschgesichtigen Proleten. Hm? So. Ja, so ist es eben. Ach, ist das hier unten, oder was? Nee. Da drüben. Ja. Es ist aber auch nicht immer einfach, es ist nicht immer einfach, tolerant zu sein. Ich merke das ja auch, ne? Man ist schon mal durchaus geneigt, ein bisschen so Vorurteile zu haben. Und die Jugend ein bisschen zu belächeln. Ich weiß, es ist nicht fair. Ja, und ich versuche natürlich auch, immer mal so ein bisschen zu schauen, was beschäftigt denn die Jugend heutzutage und die jungen Erwachsenen? Und vor allen Dingen, wieso? Wieso beschäftigt es sie so sehr? Die Geisel des Nordens haben wir angenommen. Ne? Ist aber auch hier eine Gruppenquest, die wir wahrscheinlich nicht abschließen können werden. Werden können. So, und wir sollen jetzt, das ist hier, und da oben sollen wir aber auch noch hin. Boah. Wir müssen natürlich nicht alles machen hier, klar, ne? Wie sieht's hier aus? 3DDs, wie immer. Ach komm, wir reiten mal da hoch zum Posten der Kochkon. Ah ja, Platz für 6 Quests haben wir noch. Ein bisschen Tempo machen. Ich würde auch langsam wirklich mal gerne die Quest machen, die uns nach Dalaran hochbringt. Da ich dort ganz gerne unser Dingen setzen möchte, unseren Ruhestein. Okay. Return to Sender. Wieder weg, der Frostwurm. Gehen Sie mal weg. Lassen Sie mich in Ruhe. Wir wollten doch eigentlich oben den Flugpunkt holen. Und jetzt sind wir hier unterwegs. Was Sie mal an ein Quest-Hub. Oh, ein sehr großer Quest-Hub sogar. Ja, meine Fresse. Ich hoffe, wir haben noch genug Platz hierfür. Hallo? Ach, du bist dahinter. Guck das aus! Eiskristalle. Was liegt an? Aufstocken. Holz hacken. Ich habe einen noch schwer zu. An einer ist es gescheitert. Ja, komm, dann machen wir den holden Fjord eine weg. Zeit ist Geld. So. So, oh Gott, da haben wir hier jede Menge Zeug.
Da haben wir ja jede Menge Zeug. Da sollen wir ja erstmal zum Korkon oder zum Fragezeichen. Ach Gott, ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, verwirrt und überhaupt. Weil ich möchte nicht alles doppelt machen. Und ich fürchte, wenn ich hier nicht das Zeug abgebe und eine Folge annehme, muss ich die Sachen doppelt machen. Und das möchte ich ja nicht. Oh, die Riesen hier, die möchte ich ungern pullen. Denn die schmecken riesig schokoladig. Hallo? Nein, das ist da oben. Och, Menno. Und da ist aber noch eine Quest. Ach Gott. Ah! Scheiße, na gut. Oh, die greifen gar nicht an. Na, von mir aus. Na toll. Ich mag das Gebiet nicht. Viel zu viele Schluchten. Aber schöner Schnee. Ein Bulliger. Ah, noch ein Bulliger. Warum fange ich hier mit Weihnachtsliedern jetzt an? Ich weiß es doch nicht. Wo sind die denn? Hallo? Halt die Klappe da hinten! Hallo? Nein, da unten! Oh Gott. Ah, nicht runterfallen, nicht ganz runterfallen, nicht ganz runterfallen! Man könnte sich fast aufregen. Fast. Ich könnte nachher Pfannkuchen machen. Fällt mir gerade so ein. Ja, ich glaube, ich mache nachher Pfannkuchen. Man sollte nämlich nicht hungrig einkaufen gehen. Hungrig einkaufen gehen ist doof. Dann kauft man nur einen Haufen Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht braucht. Lal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 a. Ja, komm, du wirst doch da hochkommen. Ich sollte eigentlich die Platte voll machen, aber wenn ich die Platte voll mache, dann muss ich noch sehr, sehr viele Folgen aufnehmen. Da soll ich es rendern und da sollte ich nochmal Folgen aufnehmen. Sollte die wieder rechts, sollte ich nur aufnehmen und rendern. So. Ich gehe jetzt mal hier rückwärts runter und hoffe, dass ich nicht zu weit falle. So geht's. Und dann mal gucken, ob ich hier... Komme ich hier an meinen Leichnam? Ja, Gott sei Dank. So. Sehr schön. Gut. Können wir nicht auch gucken, wie man hier normalerweise rein und rauskommt? 31.000 EP. Na, das lasse ich mir doch schmecken. Schönen Tag auch. Und lass mich raten, wir müssen wieder... Ja, natürlich. Wir müssen wieder hier aus dem heulenden Fjord ein bisschen was wegmachen. Ach komm, wir machen alle aus dem heulenden Fjord voll weg. Da haben wir genug Platz. Meine Güte, es sind aber auch viele Quests hier. Alter Falter. Was sagt die Kunst? Die Kunst sagt noch ein Tank. So. Und so. Und essen und trinken. Hält Leib und Seele zusammen. Ja, jetzt haben wir hier doch ein paar Quests, die wir machen können. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Und 90%. Wunderschön. Es ist so wunderschön. So. Okay.
Ach, da hätten wir nur hier rum müssen. Alles klar. Gut, gut, gut. Da wissen wir Bescheid. Und hier können wir jetzt Fleisch besorgen. Die Fresser töten. So, ich bin hier. Gefangene, Fleischprobe und Fresser töten. Das scheint alles in dieser Schlucht hier zu sein. Okay. Heilen wir uns mal. Und da hinten geht's da hinten durch in den Silberwald. Oder, nee, Quatsch, Silberwald. Kristallwald. Kristallsangwald heißt er, glaube ich, sogar. Da können wir dann die Dalaran Quest machen, denn ihr wisst ja, unser Ruhestein sitzt noch in hier ins Schattrad an der Seertreppe. Okay. Aufgabe. Das war jetzt mal eine leichte Aufgabe. Ist hier schon jemand drin? That's what he said. Oh Mann. Man könnte meinen, er würde alt werden, aber er wird einfach nicht alt. Viel zu wenig Mobs. Ich glaube, da ist tatsächlich schon jemand drin. Was sagt die Kunst? Da ist definitiv jemand drin. Das war früher alles voll. Das wird uns dann beim Rückweg lustig überraschen. Aha, da hinten gibt es noch was. Hier kommt die Brut. Hier kommt die Brut. Haben wir eigentlich was bekommen dazu, zu den letzten Dingern? Ich habe eine stabile Kiste bekommen. Ah! Oh, ich brauche was zum... Hier. Huh! Diesmal habe ich mir doch gedacht, die Brut ist doch nicht Scheiße, ist doch nicht umsonst da. Die ist doch nicht umsonst da, die Brut. Ja, ich weiß, was vergesse ich immer ganz gerne mal. Aha, stabile Kiste. Ja, da müssen wir am Ball bleiben. Den brauchen wir nicht, oder? Kristalliner Eisriese. Saugnadel. Eisnebel. Ne, ich glaube, die brauchen wir nicht. Das ist die Brut. Immer Brut gegangen. Das ist nämlich sehr ärgerlich, wenn man reingeht und dann vergisst man was und dann muss man nochmal rein. Ha! Ja, machen wir natürlich, gell? Gehen wir jetzt direkt mal hier rein.
Haha, endlich. Endlich, genau. Huhu. Habe ich mir auch gerade gedacht. Huhu. Hi. So, und ich bin wieder der Einzige, die hier... Das scheint der Heiler zu sein. Und der kriegt von mir ein SDM. So, perfekt. Wir haben hier zwei Quests. Irgendwie mache ich im Moment generell, ich weiß nicht, warum ich wenig Schaden mache. Vielleicht, weil ich nicht so viel AE machen kann. Das wäre möglich. Ah, ich glaube, ich aktiviere mal. Naja, AE geht es gleich nach oben. Ah, fuck. Mein Heal wäre fast durch gewesen. Laufen wir eben rein. Ich habe nicht mehr so viele Siegel der Könige, Symbol der Könige dabei. War ich nicht drauf gefasst. Selber auch schon, ich habe mich selber nicht gebufft, siehst du. Aha, na gut. Ja, Pussybärte kriegen wir schon hin. Ach, sieh mal, die Folge ist schon wieder zu Ende. Meine Güte, ihr habt aber auch ein Glück. Also, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.